Moin Leute, hier zurück bei Modern Warfare 3 mit der Woche 3 der Saison 3. Und zwar gibt es jetzt wieder wöchentliche Herausforderungen, die erledigt werden können, wenn ihr Bock habt. Und zwar sind das hier folgende. Dadurch bekommt ihr dann das Jack Cutthroat, ein Schaft für die Waffen. Muss man kurz mal selber gucken. MCW, Waffe, dann MTZ, M4 und AMR 9. Dafür ist dann dieser Schaft gedacht. So, wir gucken jetzt mal an, was ich denn hier abgeschlossen habe. Also, als erstes haben wir hier, erreiche 15 Operator-Abschlüsse nach dem Nachladen mit empfohlenen MPs. Hier ist auch wieder wichtig, nehmt eine empfohlene MP, dann müsst ihr schießen, nachladen, jemanden erledigen und das ganz schnell. Ja, dann habt ihr es auch erledigt, wie gesagt, empfohlene MPs, ja, wer das noch nicht weiß, ganz wichtig, ja, das ist eigentlich nur das Wichtigste, dass ihr immer empfohlene Waffen nehmt. Also MPs habe ich immer diese hier da genommen, die RAM 9 mit Konfiguration, ich muss mal gucken, mit 40 Schuss habe ich glaube ich genommen, diese Konfiguration habe ich genommen, mit der habe ich meistens gespielt, ja, wie gesagt, wegen auch Magazin, das ist dahingestellt, aber gesagt, hier müsst ihr, wie gesagt, schnell jemanden abschießen, danach nachladen, abschießen, also direkt nach dem Nachladen zählt das nur, sonst halt nicht. Und eine empfohlene Waffe, überall da, wo es empfohlen dran steht mit der Waffe, die könnt ihr nehmen, sonst halt nicht. So, danach haben wir hier noch, schalte 5 Operator mit, im Nahkampf mit dem Gewehrkolben einer empfohlenen Waffe aus. Ja, das ist halt Nahkampf, Gewehrkolben raufhauen mit einer empfohlenen Waffe. Egal welche Waffe ihr nehmt, Hauptsache es ist eine empfohlene Waffe. Habe ich noch nicht geschafft, brauchte ich aber auch nicht. Dann erobere 3-mal die Spitze der Bestenliste. Das heißt, ihr müsst wirklich halt der Erste sein von beiden Teams. Nicht nur von eurem Team, sondern von beiden Teams. Das habe ich sofort erledigt gehabt, weil ich halt immer nur die, hier habe immer nur die kleinen Maps gespielt, damit war ich ziemlich schnell fertig. Habe hier immer kleine Karten Moshpit gespielt, wie gesagt, da gibt es dann auch hier die ganzen, das Haus, Emergency, Stash House, Rust, Shipment, Meat. Das ging da mega fix, habe ich da alles da fertig gemacht, das geht richtig fix, das solltet ihr dann da auch machen. Ja, dann habe ich das auch richtig fix erledigt, dann haben wir hier einmal, das ist ein bisschen tricky hier, finde ich, aber geht auf kleinen Maps eigentlich auch ganz gut. Erreiche 5 Abschüsse mit Primärausrüstung gegen Operator, die vom Schockstab beeinflusst sind. Schockstab, wisst ihr, glaube ich, wo der ist, ne? Ich zeige es trotzdem mal eben kurz. Also Schockstab ist hier, ja, dann nehmt ihr den auch, dann müsst ihr den beeinflussen und mit der Primärwaffe den dann halt wegknallen, wenn er beeinflusst ist. So habe ich das verstanden. Habe ich auch noch nicht gemacht. Braucht ihr jetzt, wie gesagt, auch nicht. Dann nehmt natürlich auch eine Weste, wo ihr 2 von diesen Schockstäben habt. Dann könnt ihr zum Beispiel Techniker-Weste nehmen oder auch andere. Ihr müsst dann hier gucken, was ihr nehmt, um halt das schneller zu erfüllen. Ja, ihr könnt halt immer so ein bisschen euch das Handicap nehmen, indem ihr halt dann halt eine Weste einbaut, wo ihr dann ein bisschen mehr von den Sachen habt, die ihr halt einsetzen müsst. Das müsst ihr halt aber selber dann nochmal sehen als Beispiel. So, dann haben wir das hier auch erledigt. Dann erreiche 8 Operator-Abschüsse durch Kopfschüsse mit empfohlenen Handfeuerwaffen. Das ist ja eigentlich auch eigentlich einfach zu erledigen, da müsst ihr nicht viel können. Ich habe jetzt immer als Handfeuerwaffe habe ich diese hier genommen. Wie gesagt, muss empfohlen sein, ja, hier steht fett empfohlen drauf. Die habe ich genommen, hier die WSP Stinger mit dann Akimbo-Style. So habe ich sie gespielt, ja, mit dieser Konfiguration. Ging mega fix, also ich war ziemlich schnell fertig, wie gesagt, bei den kleinen Maps sowieso. Also musste ich auch nicht viel können für, einfach immer Richtung Kopf zielen und dann ist das Ding auch erledigt, kein Problem. Dann haben wir erreiche 15 Abschüsse betäubter oder geblendeter Operator mit empfohlenen MPs. Auch hier wieder müsst ihr wieder gucken, was ihr nehmt. Dann nehmt ihr hier nämlich zum Beispiel dann hier nicht die Schockstäbe rein, sondern entweder Blendgranate oder Betäubungsgranate. Ich habe Betäubungsgranate immer genommen, habe die dann genommen, 2 Stück davon, habe die dann immer betäubt oder angeditscht, habe die dann abgeschossen und dann war das nach 15 Mal erledigt. Brauchte ich glaube ich 2 Runden für den kleinen Karten, dann war das Ding durch, also auch schnell zu erledigen. Dann erreiche 5-mal 2 Operator-Abschüsse hintereinander mit empfohlenen MPs, ohne Schaden zu nehmen. Also Doppelkills halt, wie gesagt, ohne dass ihr Schaden nehmt. Ging auch mega fix zu Ende. Also mit der MP, die ich die ganze Zeit gespielt habe, wie gesagt, die ich eben schon gezeigt habe, ging das mega schnell zu Ende. Also ich habe das echt, sag ich mal, in 40 Minuten ungefähr geschafft, hier alles fertig zu machen. Also es ging richtig fix. Also ich brauchte nicht lange. So, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch bei Zombies das zu erledigen. Das müsst ihr euch aber selber durchlesen. Ja, hier gibt es auch noch ein paar Sachen, was ihr hier erledigen könnt. Dann bei Battle Royale könnt ihr auch noch ein paar Sachen erledigen, um halt hier Jack Cutthroat zu bekommen von dieser Woche, Woche 3. Das, wie gesagt, einzubauen ist das dann, wie gesagt, bei den 4 Waffen aktuell. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Müssen wir eben kurz selber gucken hier. Ich glaube, das war hier Sturmgewehr, glaube ich. Ne? Dann einmal die MTZ hier zum Beispiel. Da könnt ihr es einsetzen. Überschafft. Dieser 4 Waffen, wie gesagt, einmal, wie gesagt, MCW-Waffe, MTZ, M4 und AMR 9. Da könnt ihr das hier einsetzen und das bewirkt halt eben,
Wenn wir kurz vorlesen, der 3D-gedruckte Schaft bietet eine unübertroffene Kombination aus Tempo und Stabilität bei Verwendung der ZV als Zielvorrichtung. Ja, so ungefähr. Kompatibel mit Waffen folgender Plattformen. Ach, steht da ja auch. Haha. MCW, MTZ, M4 und AMR9. Das steht ja sogar da. Nicht schlecht. Ja, sind natürlich ein paar Sachen, die dann schlechter sind, aber das schaltet ihr diese Woche frei. Um halt, wie gesagt, wenn ihr alles freigeschaltet habt, ja, dann habt ihr dann auch zum Ende hin, dann jede Woche gibt es eine Freischaltung und dann habt ihr ja zum Ende hin, kriegt ihr dann hier das hier, ja. Eine Tarnung, eine neue. Dann müsst ihr auch jede Woche spielen. Woche 1 müsst ihr spielen, Woche 2 müsst ihr spielen, Woche 3 müsst ihr spielen. Und irgendwann habt ihr in den anderen späteren Wochen auch irgendwelche Sachen, die ihr erfüllen müsst, die ihr vorher in den vorigen Wochen freigeschaltet habt. Das dürft ihr nicht vergessen. Deswegen müsst ihr sowieso jede Woche spielen. Also ihr müsst es immer wieder freischalten. Die Übersicht hierzu postet ihr nochmal in die Videobeschreibung. Die News oder die Infos kommen dann halt von nerdimpuls.news als Quelle. Ja, postet dann nochmal in die Videobeschreibung, dass ihr jetzt nochmal da eine Übersicht seht, was ihr machen müsst. Da steht dann auch, was ihr bei Zombies machen müsst oder bei der Battle Royale. Ist aber alles von einer anderen Seite, nicht von mir. Das werde ich nochmal in die Beschreibung reinhauen. Zudem ist aktuell noch Abfackeln aktiv. Ja, da muss ich auch noch ein paar Sachen erledigen. Ist ein bisschen trickier, aber hier kannst du auch halt überall was erfüllen. Also entweder bei Modern Warfare 3, bei Modern Warfare Zombies oder bei Warzone. Da habt ihr eigentlich überall die Möglichkeit auszuweichen. Wenn ihr eine Sache nicht hinbekommt, dann könnt ihr auch das woanders erledigen, kein Problem. Ihr müsst nicht immer nur versteift auf Modern Warfare 3 spielen hier und die Sachen zu erfüllen, könnt auch woanders reingehen. Aber ich mache es meistens alles bei Modern Warfare 3, muss ich dazu sagen, um dann halt Tagträume zu bekommen. Zudem startet bei wieder Doppel-EP-Wochenende dieses Mal einen Tag noch, dann startet es wieder hier beim PC jetzt. Ich weiß nicht, wo das woanders noch, wo früher startet, aber dieses Wochenende ist wieder Doppel-EP, also dann müsst ihr sowieso wieder spielen. Das geht gar nicht anders. So, das soll es gewesen sein. Hat vielleicht gefallen, wenn nicht, dann sorry dafür, aber anders kann ich es dann nicht aufnehmen. So, danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim selber spielen. Bis demnächst, danke für den Support. Tschüss!